Ich möchte euch zeigen, wie ihr aus einem Schneidersitz, das heißt beide Unterschenkel sind jeweils unter dem anderen Bein. Es ist kein halber oder ein offener Sitz. Es ist kein halber Lotus. Es geht nicht darum, dass man den Lotus nicht kann, sondern es geht darum, dass der Schneidersitz einem die Lebendigkeit gibt, um aufstehen zu können, um anders sitzen zu können. Der Nachteil davon ist, es geht immer darum, dass die Knie etwas tiefer sind nachher, um einen Statik zu haben, um von oben zu arbeiten, dass die Knie etwas tiefer sind als die Hüften. Aber das brauchen wir jetzt dafür nicht. So, mein linkes Bein ist vorne, dann benutze ich meine rechte Hand, die ich neben mich aufstelle. Ich stelle sie auf die Finger, ich stelle sie nicht auf die Handfläche, versucht es mit den Fingern. Dann gebraucht ihr mehr euren Körper, als dass ihr euch abstürzt. Du drehst dich zu dieser Hand hin, drückst mit den Füßen gegen den Boden, drehst dich auf, du bist in einer Vorwärtsbeuge, drehst weiter und sitzt auf der anderen Seite, mein rechter Fuß ist vorne. Ich drehe mich links rum, hoch, ich kann mich auch zurückdrehen. Das Gefühl für eine Spirale geht dabei. Es ist nicht so, dass du dich drehst und hochgehst wie ein Aufzug, sondern dass du so in einer Schraube dich hochwindest und dich wieder hineinwindest. Das ist die Haltung, nämlich von dem Schneidersitz in die Vorwärtsbeuge. So, jetzt kannst du lernen, diesen Wechsel einfach unten rum zu machen. Nicht da oben rum, sondern unten rum. Du drehst einfach nur hier unten. Du gibst dir den Schwung, um auf die andere Seite zu kommen. Schwung, drehen, wechseln. Schwung, drehen, wechseln. Viel Spaß damit.